Was ist passiert? Mein Mann wird vermisst. Er ging gestern zum Fischen nahe Anaffe und kam nicht zurück. Du musst ihn vermissen. Es geht um mehr als eine Frau, die ihren Mann vermisst. Ich fürchte, er schwebt in Gefahr. In welcher Gefahr? Piraten. Sie wurden erst kürzlich gesichtet. Ich sagte ihm, es sei zu gefährlich, aber wir brauchen das Geld, um den Schwertfisch zu bezahlen. Ich rette deinen Mann, aber nicht umsonst. Bitte, ich treibe das Geld auf. Bring ihn nur zurück. Ich suche nach deinem Mann. Wo fange ich am besten an? Sein liebstes Fischgebiet befindet sich bei der Westküste von Anaffe, nördlich von hier. Wenn er lebt, finde ich ihn. Den Göttern sei Dank. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn los? Stürme und die ungebändigte See haben uns heimgesucht. Poseidon ist erzürnt. Habt ihr es mit einem Opfer versucht? Ein einfaches Opfer wird ihn nicht besänftigen. Wir müssen ein Ritual durchführen. Doch das geht nicht ohne die zeremonielle Axt. Klingt, als müsstet ihr die Axt für Poseidon finden. Ich brauche sie nicht für Poseidon, sondern den Schwertfisch. Schwertfisch? Wer ist das? Er will, dass wir jeden Monat dieses Ritual durchführen. Er allein gebietet über den Fischmarkt. Mehr kann ich nicht sagen. Niemand spricht über den Schwertfisch und kommt damit davon. Und wenn ich darauf bestehe? Dann bestehe ich darauf, dass du mir die Axt bringst. Du bestehst darauf? Nein, ich erbitte es. Und natürlich wirst du ausreichend Drachmen für deine Hilfe erhalten, Söldnerin. Weißt du, wo die Axt jetzt ist? Bei Banditen. Östlich der Stadt ist eine Höhle. Wenn du dem Weg entlang der Küste folgst, wirst du sie sicher finden. Ich sehe mal nach. Und schwing sie nicht. Sie ist wichtig, eine zeremonielle Axt.
Und los. Los. Ella. Da wären wir. Wollen wir mal. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein.
muss die Axt sein. Sieht nicht aus, als wäre sie zu gebrauchen. Komm schon, komm. Ho, ho! Brauchst du noch etwas, um die Axt zu finden? Wer ist dieser Schwertfisch, den du beeindrucken willst? Er bringt mich um, wenn ich rede. Ich töte dich, wenn du schweigst. Der Schwertfisch hält den Fischmarkt in seiner eisernen Hand. Die Fischer müssen Gebühren zahlen. Wenn nicht, verfüttert er sie an die Haie. Verrate mir, wo ich den Schwertfisch finde. Ich weiß nicht, wo er ist. Seit Jahren hat ihn keiner mehr gesehen. Manche glauben, er wäre tot. Erst letzte Woche sagten einige Fischer, dass man einem Toten nicht länger Gebühren entrichten sollte. Rate, wer jetzt tot ist. Ich gehe das Risiko ein. Wo ist er? Er lebte beim Leuchtfeuer der Fischer im Norden. Du kannst es dort versuchen. Wo ist der Schwertfisch nochmal? Versuch dein Glück beim Leuchtfeuer der Fischer im Norden. Dort lebte er einst. Warum fürchtest du den Schwertfisch? Das tut jeder, Söldnerin. Mit ihm legt sich keiner an. Einmal schnitt er einem Mann, der in seiner Anwesenheit nieste, einfach die Nase ab. Er hat einen guten Ruf. Die Axt bringt mir auf der Agora gutes Geld. Du kannst sie nicht verkaufen. Gib sie zurück, ich zahle. Nimm alles, was ich habe. Die Axt ist dein Eigentum. Nimm sie. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Danke, ich schulde dir mein Leben.
Dank wäre ich genug. Ich kann es noch nicht glauben. Und weiter. Mich entdecken. Thank you.
Komm schon. Und Pallas an Anglis. Wie heldenhaft von dir. Yeah.
los. Mach mich los, bevor mir die Geier die Augen auspicken. Ganz zu schweigen von den Wölfen. Ich sah sie gerade erst in den Büschen. Ich bin eine Söldnerin. Du musst wissen, dass ich nicht umsonst helfe. Und du siehst nicht aus, als wärst du in der Lage zu zahlen. Warte, hör mich an. Diejenigen, die mir das antaten, nahmen mir alles, was ich besaß und ließen mich hier zurück. In ihrem Versteck horten sie viele Schätze und Kostbarkeiten. Befreie mich und ich verrate dir, wo du sie finden kannst. Du meinst die Schätze beim Versteck der Anhänger des Ares? Oh. Die Schätze unter Wasser. Die habe ich schon. Was kannst du mir sonst bieten? Also, da ist noch viel mehr. Schnell, Söldnerin, mach mich los! Oh, verdammte Wölfe! Vielen Dank. Du lebst und bist frei. Nun erzähl mir von der Belohnung. Diese Schweine nahmen mir meinen einzigen Besitz. Ein Familienerbstück. Ich habe das Amulett von meiner Mutter bekommen. Sie verwahren ihre Reichtümer in einer Höhle unter Wasser, westlich von hier. Wer ließ dich so zurück? Die Anhänger des Ares. Ich trat ihnen bei, weil ich mir schnellen Reichtum versprach. Doch die Opfer und das Morden, Söldnerin, es ist furchtbar. Ich wollte mich mit einigen ihrer Sachen davonstehlen. Und wurdest geschnappt. Du musst sie alle umbringen, Söldnerin. Sie sind wahnsinnig. Meinst du dieses Amulett? Was? Ja. Gibt es noch andere Wertsachen? Es heißt nicht Freiheit, weil sie nichts kostet. Du schuldest mir was für meine Hilfe. Wie wäre es, wenn ich für dich arbeite? Ich kann kämpfen. Das immerhin haben mir die Anhänger des Ares beigebracht. Nun, was sagst du? Gut, du arbeitest für mich. Ich weiß nicht, ob das was wert ist, aber besser als nichts. Dann stehe ich ab sofort zu deinen Diensten, wenn du willst. Aber nur, wenn du dich vorher anziehst. Vorne sind fanatische Anhänger des Ares. Wen wollte er treffen? Ich sollte es herausfinden. Und los geht's. Los.
Ich muss mit ihm sprechen. Los geht's. Was sollte das denn? Das Militär verdächtigt mich, Abtrünnige von der Front rauszuschmuggeln. Ja, na gut, sie wussten, dass ich es tue. Mhm. Oh, verfluchte Wachen! Sie schlagen hart zu. Hast du auf dem Weg hierher einen Mann gesehen? Einen dürren Idioten in den Farben der Armee? Ich fand eine Leiche in einer Schlucht. Da habe ich diese Nachricht entdeckt. Tot? Nein, das darf nicht sein. Wir hatten den perfekten Plan, ihn zu seiner Frau zu schaffen. Ich versprach ihr, dass er nicht enden würde wie die anderen Abtrünnigen. Du musst ihm nahestehen, wenn du dein Leben für ihn riskierst. Oder er hat dich sehr gut bezahlt. Aber ich tat es für das Mädchen. Mädchen? Welches Mädchen? Seine Frau? Es geht immer um ein Mädchen, nicht wahr? Naja, er wurde zwangsrekrutiert. Und sie weinte unentwegt. Und ich bin gut darin, Leute verschwinden zu lassen. Aber anders als du es tust. Also wollte ich ihnen helfen, wieder zusammenzukommen. Du willst sie nur für dich selbst. Das stimmt nicht. Ich meine, ich habe daran gedacht, aber... Hör mal, ich wollte nur, dass sie wieder lächelt.
Verstehst du? Da bin ich sicher. Ach, wir müssen jetzt zu Isabel, ich meine zu seiner Frau. Wenn die Wachen hinter mir her waren, ist sie auch in Gefahr. Bitte geh zu ihr. Ich komme nach, wenn ich kann, und bringe sie in Sicherheit. Ich werde sie beschützen. Wie komme ich zu ihr? Folge der Straße nach Kydonia. Ihr Haus ist auf der linken Seite. Suche nach grünem Stoff am Türpfosten. Schnell! Ich komme nach, sobald ich kann. Schere. Na los, komm. Anscheinend hat sie sich... Ich sah die toten Wachen draußen. Gute Arbeit, Söldnerin. Sie waren vor mir hier. Ich konnte nichts mehr tun, außer sie zu rächen. Sie hat mir vertraut, Söldnerin. Ich wollte nur, dass sie wieder lächelt. Doch was ich auch versucht habe. Ich brachte ihr nur Schmerz. So ist es schon immer gewesen. Ich hätte ihr nicht von meinem dummen Plan erzählen sollen, sie mit ihrem Mann zu vereinen. Das ist alles meine Schuld, nicht wahr? Ja, es ist deine Schuld. Hättest du keine Versprechen gemacht, die du nicht halten kannst, wäre sie noch am Leben. Aber es brach ihr das Herz, Söldnerin. Was meinst du, hätte ich tun sollen? Untätig rumsitzen und zusehen, wie sie sich verzehrt? Ich meine, du hättest nichts tun sollen. Sie wäre vielleicht traurig, aber am Leben. Ich konnte sie einfach nicht traurig sehen. Jetzt kannst du sie stattdessen tot sehen. Nimm das. Ich wollte es ihnen geben, wenn sie aus Kydonia entkommen sind. Als Reserve für schwere Zeiten. Jetzt brauchen sie ihn nicht mehr und ich kann den Anblick nicht ertragen. Nimm ihn als Bezahlung für deine Mühen. Und jetzt geh bitte. Stellen. Mach den fertig! Halt! Bitte! Ich muss mich verkaufen! Mein
zerstört hier alles! Und wenn sich euch der Händler in den Weg stellt, macht ihn fertig! Helfen? Schau bald mal wieder rein. Tutto adico l'estino. Yeah!
Mindert die Chancen der Spartaner.
hier drüben! Und los.
Reiten wir los. Los. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Ah!
Ich werde dir ewig dankbar sein. Auf an der Strecke, der! Und weiter. Und los. Ella!